Tschechien. Grüß Gott. Sagen Sie uns doch ein Wort zu Ungarn. Wird das denn heute vorangehen, Ihr Vorstoß? Welchen Vorstoß meinen Sie? Sagen Sie mir. Dass sich einige Länder sehr geärgert fühlen durch das neue LGBT-Gesetz. Nein. Nein, so läuft das nicht. Ich finde, das, was die Ungarn sich da erlauben, uneuropäisch ist und etwas ist, was man im 21. Jahrhundert nicht machen soll. Man darf nicht den Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und wir sind da Vorreiter gewesen in der Europäischen Union. Aber es gibt auch Positionen der UNO und die Europäische Union darf da ja nicht zurückgehen. Ich finde das irgendwie beschämend, dass so eine Diskussion überhaupt aufkommt. Und wir werden heute als Benelux werden wir ein klares Statement machen und ich hoffe, dass auch andere dasselbe tun. Okay? Was erwarten Sie, was Herr Orban tun sollte oder was erzählen wird? Ich weiß nicht. Ich glaube, da ist Topfen und Malz verloren. Aber wichtig ist heute etwas anderes. Das ist, wir haben ja diese Artikel 7-Debatte wieder. Und hier ist vor allem Polen. Polen ist ein großes Land, ein wichtiges Land. Es war immer die Referenz für die Erweiterung. Und ich hoffe, dass Polen einsieht, dass die europäische Rechtsprechung, dass die Primität des Europäischen Gerichtshofs, dass die respektiert werden muss. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wir machen diesen Artikel 7, das machen wir nicht aus Spaß. Ja, ich habe ja gesagt, ich hoffe, dass Sie es einsehen. Bis jetzt ist aus Polen ja immer ein Gefühl, jedenfalls habe ich das, dass man das respektieren muss. Wenn man das nicht mehr respektiert, dann geht in der Europäischen Union, was die juristische Richtlinien angeht, geht alles kaputt. Und das kann auch nicht im Interesse von Polen sein. Das scheint mir jetzt wichtiger als diese Halluzinationen von Orban. Muss man annehmen, aber okay, ist so. Question vous allez poser à vos homologues hongrois et polonais? Non, mais écoutez, avec la Hongrie, c'est l'affaire de surtout de comment dirais-je, donc pour en ce qui concerne donc la Hongrie, je pense que cette initiative d'Orban, elle est très mauvaise, elle n'est pas européenne, et vous allez voir, on va publier au niveau du Benelux un papier, et ce papier sera donc très en faveur de ce qu'on a, le respect, enfin de la liberté de vivre comme on veut dans l'Union européenne. Je crois que ça, c'est très important. Pour la Pologne, je dirais qu'on va continuer l'article 7, la discussion, et j'espère que les Polonais vont respecter la primauté des décisions de la Cour européenne de justice. Donc ça, c'est très important, pas seulement pour l'Union européenne, mais aussi pour la Pologne. Et donc, j'espère que là, ils voient que on ne peut pas, il n'y a pas d'alternative. Donc ça c'est important et c'est un message qu'on va donner à nos amis polonais. La Pologne c'est un pays énormément important pour l'Union européenne. Elle est à la référence pour l'élargissement vers l'Est et j'espère qu'ils maintiennent le cap. Okay. Quand vous parlez d'initiative d'Orban, c'est la loi... Non, je dois m'en aller hein, parce que j'ai une rencontre avec... Merci. Un mot sur la loi en Hongrie. Quel est votre message aujourd'hui sur la loi en Hongrie? Oui, cette loi, elle n'est pas européenne. C'est indigne de l'Europe. Indigne de l'Europe. Vous allez voir donc ce que je viens de dire à votre collègue. On va réagir au niveau du Benelux. De quelle manière? Vous allez voir. Aujourd'hui, on va publier ce texte. Et deuxièmement, j'espère que la Commission, elle est là pour que le droit et les valeurs dans l'Union européenne soient respectées. Elle a fait une déclaration, la Commission, et j'espère qu'elle va au fond. Donc, cette loi qui a été votée par la Hongrie est une loi qui ne correspond en aucune mesure aux valeurs de l'Union européenne. Et donc, les gens ont le droit de vivre comme ils veulent. Vraiment. On n'est plus au Moyen-Âge. Voilà. Allez.